heute auf dem Weg nach Erwald von Garmisch. Wir werden heute den Sebensteig machen. Die aktuelle Wetterlage ist Schnee ab etwa 1200, 1300 Meter. Mal schauen, wie das wird. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Und ja, sind eh gleich schon in Erwald. Also bis gleich. Okay Leute, wir sind jetzt bei der Erwalder Almbahn angekommen, laufen jetzt los. Und zwar Richtung Sebenklettersteig. Wetter ist richtig, richtig nice. Und dann lassen wir uns gleich mal überraschen. Die Wand schaut auf jeden Fall schneefrei aus. Temperatur 6, 7 Grad. Deswegen drückt uns die Daumen. Hier ist die kleine Information zum Sebenklettersteig. Offen ist der. Natürlich DE, also sprich schwierig. So, man sieht es hier schön auf der Karte. Der blaue Punkt sind wir. Und sobald dieser Pfad aufhört, sieht man die gestrichelten Linien durch die ganz engen Höhenlinien. Das ist der Klettersteig. Kurz und knackig. Das drückt ihn am besten aus. Klettersteig. Geradeaus sieht man Zugspitzmassiv. Da hinten links der kleine Zahn, der nennt sich sogar Sonnenspitze. Die Wetterspitzen, Schneefernerkopf zwischen den Toren, Wetterkante. Also sind wirklich ganz, ganz tolle Routen, wo da hochgehen. Und wir gehen jetzt hier in die Richtung weiter. Zack. Die ersten Zustiegshöhenmeter recht steil, vielleicht wie bei den hohen Gängen. Und ja, werden wir jetzt in wenigen Minuten am Einstieg sein und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Da sind wir jetzt hochgekommen. Schneefallgrenze hier, leicht. Über uns sind jetzt gerade Leute eingestiegen. Hat jemand einen Hund im Rucksack drin? Das geht gar nicht, ja. Okay Leute, ich habe mich jetzt voll ausgerüstet. Ganz kurze Information. Ich gehe den Klettersteig heute mal probeweise mit Kletterschuhen. Brauchen wir natürlich nicht, aber einfach spaßhalber wegen. Ansonsten Klettersteigset, Rastschlinge habe ich auch mit dabei. Ja, und dann geht es jetzt gleich los. Okay.
sehr geil. Nice. So, das sieht nach der D-Stelle aus.
Da oben ist die Schlüsselstelle, der Ausstieg. Nochmal DE, also nochmal richtig knackig wie am Anfang. Jetzt wirklich schöne dritte. Ja. Ja. Jo. Yes. Da ist der Klettersteigausstieg und da gehen wir jetzt weiter hoch. Auf dem Weg zu Sebenalm Also Leute, wir sind durch den Sebenklettersteig durch. Wir laufen jetzt weiter über den wunderschönen Sebensee, den man hier sieht. Und dann geht es weiter zum Drachensee bzw. der Coburger Hütte. Da wollen wir zum Mittag gleich noch was Kleines essen. Aber man muss sich das mal hier wirklich geben. Von der Kulisse her, das ist mega schön. Also hier sind halt auch recht bekannte Berge zu sehen.
Ja, weil der Sonnenspitze bereits bestiegen. Da oben vorderer Taierkopf, hinterer Taierkopf mit der Taierkante, Klettersteig auch schon erledigt. Da hinten vorderer Drachenkopf, ein paar der Schrofen, sind sehr, sehr viele bekannte Berge dabei. Im Hintergrund sieht man immer noch Zugspitzmassiv. Zum Klettersteig ist zu sagen, ich persönlich fand ihn ja anspruchsvoll, so würde ich ihn beschreiben. DE hat er in meinen Augen auf jeden Fall verdient, aber ist trotzdem leichter wie der Mauerläufer-Klettersteig. Vielleicht zu meinen Kletterschuhen, die ich dabei hatte. Ich fand das Ganze in Ordnung, braucht man allerdings nicht, aber ist nice to have. Also Leute, wir sind jetzt am Essen. Specknödelsuppe, Radler, Apfelstrudel mit Sahne. Die Coburger Hütte schließt übrigens nach diesem Wochenende, das heißt, wir sind Egold richtig gegangen. Auf jeden Fall war es ein schöner Klettersteig mit noch ein paar Höhenmetern oben drauf. Wir beginnen jetzt gleich mit dem Abstieg. Lustig ist, ich habe hier noch jemanden getroffen. Das ist der Oliver vom Wachsenstein. Das ist wirklich Zufall, aber wie der Zufall es so will, gab es auch einen Apfelstrudel. War gut. Mal wieder. Ja. Da hinten sieht man übrigens den Schneefernerkopf. Ja, ist schwierig zu sehen. Habe ich bereits den Winter bestiegen. Ja, ich möchte mich eigentlich nur bedanken bei euch fürs Zuschauen heute. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Der Klettersteig hoch zur Coburger Hütte, schön was gegessen. Landschaftlich natürlich ein Traum hier. Zugspitzmassiv im Hintergrund. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder mit dabei seid auf Bergtour. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Also Leute, bis bald. Servus!